Krautfleckerln sind eine Institution aus der K&K-Zeit. Nicht nur in Österreich, sondern auch in Tschechien, in Ungarn, in Rumänien sind Krautfleckerln eine Frage der Ehre. Dabei sind die Zutaten eigentlich überall gleich. Das Wichtigste sind natürlich die Fleckerln. Dann ist ganz wichtig ein bisschen Zucker, Salz, Pfeffer, versteht sich von selbst. Und das Allerwichtigste aber ist das Kraut. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, einen ganz speziellen Gast. Herr Gruder, grüß Gott. Hallo. Danke, dass Sie Zeit für mich und meinen Kochsalon hatten und gerne. Für dieses Spitzkraut. Das macht seinem Namen alle Ehre, oder? Ja, schon. Glauben Sie, wird das reichen für unsere Krautflecker? Ich glaube schon, für 4 Personen. Na, im Ernst? Brauchen wir so viel Kraut? Ja? Ja, oder 6. Dann fangen wir an. Was soll ich denn machen? Als erstes einmal die Nudeln kochen. Ja? Ja. Gut, dann stelle ich einmal Wasser auf. Ich werde aber das Kraut schneiden. Gut. So, ich salze jetzt einmal das Nudelwasser. So, Sie schneiden das jetzt in Fleckerlform mehr. Ja, genau. Auch. Also nicht nudelig oder so, sondern in Fleckerl. Wirklich so schöne Rauten machen. Dass in etwa dazu passt, zu den Fleckerl. Soll ungefähr dieselbe Größe haben. Ja, ein bisschen größer geht auch. Und wie ist das Verhältnis von Nudeln und Fleckerln bei Ihren Krautfleckern? In etwa gleiche Menge Kraut. Wie Nudeln. Wie das Nudeln, heißt 1:1. Ja. Damit ihr was vom Kraut schmeckt. Was ist denn das Geheimnis Ihrer Krautfleckern, Herr Bruder? 2 Sachen vielleicht, die ein bisschen außergewöhnlich sind. Eben zum Abschmecken dann eine kleine Prise Zimt und Ganselschmalz. Oho. Also die Zwiebeln in Ganselschmalz dann braten. Wenn ich kein Ganselschmalz habe, kann ich... Wenn ich es vegetarisch haben will oder keins habe, dann nehme ich normales Pflanzenöl oder Butterschmalz oder Schweineschmalz. Jetzt machen wir das Kraut fertig, oder? Ja. Damit wir weiterkommen, weil ich glaube, dass unsere Nudeln bald durch sein werden. Soll ich jetzt? Sind Sie einverstanden? Ich denke, passen, ja. Gut. So, ich glaube, das wird reichen, Herr Gruder. Fleckerln haben wir nicht zu wenig. Ja. So. Was mache ich jetzt? Die Fleckerl auf jeden Fall nicht abkühlen. Nicht abkühlen? Ja. Nicht abschrecken, oder? Nicht abschrecken. Gut. Was machen wir als nächstes? Wahrscheinlich ein Zwiebelhacken, oder? Ja, als nächstes werden wir den Zwiebel schneiden. Mhm. Dann schon nebenbei den Zucker karamellisieren. Ja. Weinen Sie noch beim Zwiebelschneiden? Ja, ja, auf wirklich? Jeden Fall. Haben Sie einen Trick? Ja. Es gibt so viele Tricks, aber... Bei mir funktioniert kein einziger. Ja, ich wollte gerade sagen, es... Bei Ihnen auch nicht. Nein, nicht wirklich. So, wichtige Sache. Krautfleckern werden nicht nur gezuckert, sondern dem geht ein Karamell zuvor, den genau. Fleckern. Genau. Worauf muss ich beim Karamell achten? Das ist ja eher was für Fortgeschrittene, weil ja, das ist nicht so dünn, aber Sie werden sehen, es ist überhaupt keine Hexerei. Und Karamell wird einfach nur so gemacht, dass ich Zucker in eine Pfanne streue oder kommt genau. was dazu? Zucker in die Pfanne streuen und wenn es dann die richtige Farbe hat, die Karamellfarbe eben, kommt dann eben in unserem Fall das Ganselschmalz dazu und aha. die Zwiebeln. Die werden da drinnen in den Zuckerfettgemisch karamellisiert, die Zwiebeln. Soll ich? Ja, ich würde sagen so ein Esslöffel für... So? Ja, ein gehäufter Esslöffel? Ja, ja. Da wird schon flüssig. Ja, das wird schön, ja. Jetzt kriegt es Farbe. Jetzt sackt das alles in der Mitte zusammen. Jetzt müssen wir dann... Jetzt wird schon langsam kommen. Jetzt haben wir das schöne Karamell. Aber da drinnen ist jetzt noch Kristallzucker. Ah, das macht nichts. Gänseschmalz. Jetzt geben wir eben das bisschen Ganselschmalz dazu und die Zwiebeln. Und die Zwiebeln tun wir gleich leicht ansalzen. Der Zwiebel muss auch gar nicht so fein geschnitten sein, nein, oder? Muss gar nicht so fein geschnitten sein. Also wenn man es Karamell macht, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt ganz gut. Ja, es sind schön röstig, schauen Sie. Ja. Das Kraut können wir auch gleich ein bisschen ansalzen. So, als nächstes kommt dann... Wir können schon reingeben, ein bisschen gemahlenen Kümmel nehmen. Ja? Ja, ein bisschen mehr? Ja. Ja, ich liebe Kümmel. Reicht. Soll nicht zu viel vorschmecken. Und jetzt können wir auch schon die Prise Zimt dazugeben. Das machen bitte Sie. Ja. Weil da bin ich mir ein bisschen unsicher, das habe ich noch nie gemacht. Also ist ja wirklich, das ist ja homöopathisch. Ja. Das Kraut können wir jetzt da schon pfeffern. Den lassen wir auch noch kurz mitrösten. Ja. Warum? Hat er auch noch mal
ein feineres Aroma. Verstärkt sich oder wird es einfach besser integriert? Beides, ja. Es ist einfach besser und es ist besser. So, unsere Zwiebeln sind richtig so schön braun, karamellig. So, geben wir die Nudeln dazu? Können wir machen, ja. Oder? Zu früh? Nein, passt es. Braut ist noch ein bisschen bissfest, dass es passt. Alles? Alles würde ich nicht, einmal die Hälfte. Gut, wir sind man soll halt nicht zu viel in einer Pfanne machen, weil sonst röstet das Kraut auch nicht so. Jetzt kommt der Essig dazu. Kommt ein bisschen Essig dazu. Das ist ein Apfelessig, habe ich gerochen. Da kommt gerade so ein Teelöffel. Und ein kleines Stück Butter noch dazu. Gut. Und dann sind wir eigentlich schon fertig, oder? Eigentlich, ja. Super. Dann werde ich einmal schnell unseren Winzer abholen gehen. Jetzt kommt der Josef Mantler. Und wir haben ein eher altmodisches Rezept gekocht mit den Krautfleckern. Und er bringt einen eher altmodischen Wein dazu, nämlich einen Neuburger. Neuburger? Gut. Sie würzen fertig. Ja. Ich gebe die Stecken und suche den Herrn Mantler. Okay. Passt? Ja. Zum Wohl. Prost. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich finde es sehr interessant, weil er ist wirklich sehr trocken und er hat nicht so diese fruchtige Nase und hinten nach hat man sogar so was richtig fast Grünes, Würziges irgendwie, oder? Das war auch so der Gedanke, den ich hatte, wo ich dann ausgesucht habe. So ein bisschen was Stoffiges, was Kerniges. Finde ich gut, weil das ist ja eh schon süßlich. Ja. Dass man dann einfach wirklich stoffig und kernig passt sicher dazu. Jetzt probieren wir das einmal, wie sich das ausgeht, diese Paarung. Also haben Sie es jetzt probiert, Herr Kroder, wie gefällt Ihnen der Wein zu den Fleckern? Perfekt. Und darauf trinken wir noch einmal. Aufs Vertrauen. Danke sehr.